Ich muss Sie das leider fragen, Fall Wedel, was sagen Sie zu diesem ganzen, dieses Fass, was da sich plötzlich öffnet? Sag mal, meine Meinung dazu ist relativ irrelevant, weil ich finde, dass man, ich kann dazu nicht sagen, so wie ich ihn kennengelernt habe, war es anders, aber ich bin ein Mann, keine Ahnung, vielleicht hat mich das dann bewahrt oder sowas. Ich habe ihn so nicht kennengelernt, aber wenn es Leute gibt, die sagen, ich schon, dann muss er einfach da durch so und die auch. Ne? Also da stehen Behauptungen gegeneinander und ich bin kein Richter, also wer soll da Stäbe brechen? Deswegen tue ich mich so schwer, damit eine Meinung noch in diesen großen Meinungsbrei reinzuhauen. Ich habe eigentlich keine, weil ich nicht weiß, was wirklich war. Ja? Ich habe neulich gelesen, Simon Verhoeven hat sich dazu geäußert und gesagt, das stimmt, das war in der Branche bekannt, dass Wedel sehr umstritten war und viele ihn furchtbar fanden in bestimmten Dingen, die er tat. Diese Geschichten habe ich auch gehört, aber wie gesagt, ich habe weder mit ihm gearbeitet, noch hatte ich je länger mit ihm zu tun, als kleines guten Tag und auf Wiedersehen. Deswegen. Dann nur kurz nachgehakt, es soll ja jetzt so eine Beschwerdestelle, eine unabhängige Beschwerdestelle, der Schauspielerverband richtet es ja irgendwie ein. Wird das helfen? Also es steht doch total außer Frage, dass wenn irgendjemand, Mann oder Frau, seine Macht und seine Position benutzt, um damit sexuelle Leistungen zu erzwingen, von jemandem, der gar nicht freiwillig das machen würde, steht doch außer Frage, dass das absolut unmöglich ist und nie funktionieren darf. Dass es trotzdem immer wieder vorgekommen ist, auch in der Vergangenheit und vielleicht auch in der Zukunft, steht auf einem anderen Blatt. Und wenn es Möglichkeiten gibt für Leute, sich da zur Wehr zu setzen, dann müssen sie die bekommen und dann muss das auch klar sein. Auf der anderen Seite leben wir heute auch nochmal in einer anderen Zeit. Ich glaube, dass Frauen, auch junge Frauen, so wie ich sie kennenlerne, heute sehr gut in der Lage sind, sich einen Typen vom Hals zu halten, den sie nicht wollen. Und es gibt auch im Zusammenhang mit Me Too ja auch einen Brief von Frauen aus Frankreich, die versuchen das auch wieder so ein bisschen in die Balance zu bringen und so eine Hexenjagd oder so eine puritanische Prüderie irgendwie dann auch zu verhindern. Ich meine, heterosexuelle Menschen werden immer auch aneinander ein sexuelles Interesse haben, ja? Bei dem einen vielleicht mehr, bei dem anderen weniger, und sie werden immer das Problem haben, wie mache ich's? Da ist vielleicht eine Frau, da ist vielleicht ein Mann und jetzt will er sie anbaggern, aber vielleicht missglückt ihm das und sie findet ihn blöd und kommt er dann gleich auf die Liste derer, die sexuell belästigen, oder was muss man eigentlich tun? Ich denke, dass diese Diskussion, die darüber geführt wird, sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig ist. Wo ist eigentlich die Grenze?